So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Ich habe in letzter Zeit so viel Pizza gegessen, es hängt mir schon alles zu den Ohren raus. Da gab es die Hensler Pizzen, 4 Stück an der Zahl, geschickt im Karton, 4 Tage unterwegs, aufgetaut, Salmonellen, Durchschiss Deluxe. Das war so brutal. Dann doppelte Pizzen, die du nicht getestet hast, im Video aber privat dann noch verspeist hast und so weiter. Dann musstest du Pizzen essen, um für neue Pizzen Platz zu haben im Gefrierschrank und musstest welche essen, die da sind, die du auch wieder nicht testest und so weiter. Und dann siehst du, Gustavo Gusto hat eine neue Pizza, wo du sagst, interessiert dich nicht. Du hast die Nase voll von Pizza, brauchst du nicht, ist zwar neu, aber ist ja nichts Besonderes, lass das einfach weg. Und dann kommt Pupsi beim Einkauf und sagt, guck mal, soll ich die mal mitbringen? Ich habe da noch so einen Gutschein und ich sage, ja, dann bring's halt mit. Und was ist es geworden? Gustavo Gusto Pizza. Also ich habe Nein gesagt, aber sie hat mich zu Hause, die Pizza, also ich konnte es nicht abwenden. Über welche Pizza rede ich überhaupt? Um welche geht es denn? Was haben wir hier drüben? Eine neue Gustavo Gusto Pizza, da steht zumindest hier neu drauf und ich denke mir, das ist so unspektakulär, weil das ist doch einfach nur Schinken und Salami. Was ist da denn besonders? Also die hätte ich niemals gekauft zum Testen, weil das ist einfach nur traditionelle Steinofenpizza mit laktosefreiem, schnittfesten Mozzarella, 2 Jahre Rindersalami, Schinken und roten Zwiebeln, du salame e prosciutto. Von Hand geformt, Gustavo Gusto, also dass alles laktosefrei ist, ist wohl jetzt das Besondere, deswegen wird alles nochmal neu aufgelegt. Wahrscheinlich gab es bisher auch nur Schinken und nur Salami und um die Pizza geht es auch gar nicht und deswegen muss ich die wegtun, aber die hat Pupsi einfach mitgenommen, weil sie die jetzt essen möchte. Was mich aber verfolgt hat und ich gesagt habe, nein, es sieht lustig aus, aber ich möchte das nicht, ist diese Kürbispizza schon wieder. Ich habe schon mal irgendwie eine dreierlei Kürbispizza mit besonderen, nee, dreierlei Pilze Kürbispizza getestet von einer ganz anderen Firma damals. Das war ganz cool. Gustavo Gusto mögen ja viele Leute, okay. Aber jetzt das hat mich nicht angesprochen, oder? Guck, hat mich das angesprochen, wie es immer näher kommt mit Sonnenbrille und euch anschaut. Das ist eine Kürbis-Takeover, Steinofen-Pizza mit Blauschimmelkäse, Mozzarella und Kürbissoße. Ihr seht hier die Hände, das merkt man richtig, das ist richtig so eingestanzt, also das ist schon cool. Die Brille sieht für mich so aus, als könnte man die Augen irgendwie raustrennen. Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, vielleicht kann man auch die Augen raustrennen und dann kannst du in den Karton, in die Pizza reingucken oder kannst du das eben wie eine Maske aufsetzen, das wäre cool. Groß im Geschmack und auf dem Teller. Pizza Colore Kürbis auch jetzt neu. Die wollen wir mal rausholen. Ist das noch eine Tiefkühlpizza, wenn sie ausschließlich mit laktosefreiem Käse belegt ist, wenn der Boden noch schon von Hand ausgebreitet wird, wenn nur hochwertige Zutaten zum Einsatz kommen, wenn der Teig extra lange natürlich reifen darf, wenn sie bei rund 400 Grad direkt auf Stein gebacken wird, wenn der Teig nach original italienischem Rezept zubereitet wird, wenn auf all das hier bewusst verzichtet wird, Geschmacksverstärker, Palmöl, künstliche Aromen, künstliche Backmittel, wenn es noch viel, viel mehr zu erzählen gibt, wenn saisonale Zutaten verwendet werden, wenn sie nicht nur riesig schmeckt, sondern auch riesig ist. Also, da steckt mehr dahinter. Gustavo Gusto haben ja, glaube ich, damals auch immer diese 4 Käse für ein Halleluja-Pizzen gehabt mit Bud Spencer, Terence Hill. Die fand ich cool. Die habe ich auch alle gegessen. Die haben mir geschmeckt. Das war super. Habe ich auch gesammelt. Habe ich jetzt immer noch die Pizzakartons. Jetzt holen wir die mal kurz raus und jetzt will ich mal hier reingucken. Sieht das nach was aus? Ich sehe was Gestanztes, aber ich kann das nicht rausbrechen. Also, es ist wirklich, habe ich jetzt zu viel erwartet. Da habe ich gedacht, du kannst die Augen einfach rausbrechen, so raustrennen und dann kannst du dir das wie eine Maske so aufsetzen und sagen, yo, Leute, seht mich an. Aber es ist nur das. Und wenn ich das habe, denke ich, das ist einfach eine Zwiebel-Käse-Pizza, denn ich sehe ganz viel Käse und ich sehe ganz viel Zwiebeln. Die Kürbissoße sehe ich an sich nicht, aber vielleicht auch doch, weil irgendwie ist der Boden nicht so rot grundiert, sondern hat eben so eine orange Soße drauf. Das ist Kürbissoße, ganz klar. Also wenn du jetzt mal hier an den Rand guckst,
gut. Da erkennst du es. Hier am Rand ist es orange. Muss Kürbissoße sein. Hier hast du kleine Fetzen, die sehen pervers aus. Das muss der Blauschimmel sein. Und das schmeißen wir jetzt mal in den Ofen und dann gucken wir mal, wie das aussieht, wenn es wieder rauskommt. Lassen uns die schmecken. Tabasco muss ich noch holen. So, die Pizza ist fertig und jetzt habe ich so lange gewartet, dass mir der Bart abgefallen ist. Das sieht auch richtig genial aus und ich muss sagen, es riecht mega angenehm. Ich sitze jetzt hier, die ist frisch aus dem Ofen rausgekommen. Der Käse hier am Rand ist so ein bisschen goldbraun, würde ich jetzt sagen, ja. Der Rest, die Zwiebeln duften, die haben auch diese süßliche Note dabei. Ein bisschen so stechend in der Nase, aber irgendwie angenehm. Der Käse, der Blauschimmel, der dünstet richtig aus. Das ist auf jeden Fall cool. Inwieweit jetzt da diese Kürbissoße noch Geruch beibringt, weiß ich nicht. Da müssen wir aber erstmal fürs Thumbnail das hier reinhalten. Das ist die Kürbispizza, die ich jetzt auch schnell mal hier anschneiden möchte. Obwohl, warte mal, ich habe es schon wieder vergessen. Ich muss doch für Instagram, muss ich doch immer Bild machen. Wir machen das mal jetzt wieder schnell live hier. So, ein Bild. Ah, oh, mach den Schatten, ach den Schatten. Mach den Blitz aus. Du machst ein Bild mit Karton. Du machst ein Bild nur von der Pizza. Und du machst ein Bild nur vom Karton. Du brauchst immer alle drei Varianten. So, und dann kann man das irgendwie posten. Einmal, wo der Karton und die Pizza drauf ist. Einmal, wo nur die Pizza drauf ist. Einmal, wo nur der Karton drauf ist. Und jetzt schneiden wir das. Da bin ich auch mal gespannt auf den Rand. Der Rand sieht nämlich sehr ungleichmäßig aus. Und das ist auch eigentlich immer ein gutes Zeichen, oder? Wenn der Rand genau an jeder Stelle gleich breit, gleich dick, gleich hoch ist, dann heißt das immer, dass ein Industrierand, der halt maschinell so gefertigt wird. Wenn der Rand aber komplett unterschiedlich aussieht, dann sieht das aus wie direkt beim italienischen Bäcker vor deiner Nase frisch zubereitet, rumgeschmissen. Das kann nicht an jeder Stelle genau identisch sein. Das ist ein gutes Zeichen. Das steht für Qualität eigentlich. Ich war von den letzten Rändern der Pizzen, die ich getestet habe, ein bisschen enttäuscht. Also die meisten fand ich jetzt dann nicht so gut. Hier muss ich sagen, der Boden schon alleine, also ihr seht, wenn ich so halt, es biegt sich trotzdem runter, es ist aber trotzdem irgendwie kross. Der Rand ist sehr dünn und unscheinbar, es ist nicht zu viel Rand, das finde ich gut, weil es das Ganze dann auch meistens zu trocken macht und zu stopfig, um dieses Wort mal wieder zu nennen. Wenn ich hier das habe, habe ich dasselbe, es hängt schön runter, das passt, es ist aber jetzt noch knüppelheiß. Das heißt, wenn ich jetzt wieder esse, sage ich dann, ich schmecke kaum was und das ist das Problem, wenn die Sachen nämlich immer zu heiß sind, finde ich, dass der Geschmack noch gar nicht richtig aufgenommen wurde oder sich ausgebreitet hat. Und ich hatte bei dieser anderen, bei dieser Honig-Chili-Pizza auch das Ding, ich habe die dann heiß im Video probiert und gegessen, fand ich unspektakulär, als ich die nochmal gemacht habe fürs Muttertier, die hat ewig nicht probiert, dann habe ich probiert, da war die schon richtig abgekühlt, da war die so tasty auf einmal, die war so toll, weil das alles durchzogen ist. Anstatt du einfach nur dir die Fresse verbrennst, alles heiß ist, hast du dann erstmal richtig den Geschmack gehabt, der sich wieder drauf gelegt hat. Ihr seid bestimmt Team Heißesser, ich bin eher so Team Abkühlmodus und dann schmeckt es mir meistens noch besser. Das heißt, ich werde das jetzt ein bisschen kurz nochmal abkühlen lassen, muss mich um die andere Pizza kümmern. Die kann ich euch dann aber auch mal zeigen, wie die aussieht. Und dann habe ich immer noch meinen Tabasco-Freund hier am Start, mit dem wir auch noch Experimente machen wollen. Oder traue ich mich? Komm, ich beiß mal hier rein. Ist jetzt egal. Und wenn du dir wieder die Nase verbrennst, ist wurscht. Wir beißen mal hier vorne rein in das Zwiebelstückchen. Das schmeckt gerade wie ein Zwiebelkuchen. Aber richtig, wie es der Opa damals gemacht hat. Ein richtig schöner Zwiebelkuchen für zwischendurch. Oder wie ein Schnittlauchkuchen, aber sind ja Zwiebeln drauf. Also müsste es ja Zwiebelkuchen sein. Weil die Soße, die unten drunter ist, passt auch gut dazu. Es schmeckt auf jeden Fall sehr herbstlich. Es schmeckt sehr angenehm. Es ist auch kräftig, wahrscheinlich durch den Blauschimmelkäse. Jetzt habe ich so viel gelabert und ich esse doch in dem Moment jetzt. Ich beiß nochmal richtig rein in ein größeres Stück. Ich mache mir die immer hier zu so einem Döner zusammen. Ja, jetzt nochmal ein Stück auch mit Rand probieren, also einmal in der Mitte, einmal am Rand.
Also der Rand passt auch dazu, ist auch nicht zu übertrieben, ist trotzdem schön knusprig, ist aber hier, wie ihr seht, auch an manchen Stellen hohl, also auch nicht zu viel. Und die ist so cheesig, das ist so eine cheesy Pizza, wenn ich die hier so zusammendrücke, dann wieder auseinander, da ziehen sich sogar leicht die Fäden. Ich muss sagen, das schmeckt für mich wie eine richtig starke Käsepizza, weil dieser Blauschimmel einfach so intensiv ist. Ich habe schon so viele verschiedene Käsepizzen gehabt, Vierfachkäse, Fünffachkäse, und dann haben die so enttäuscht, weil da, weiß ich nicht, der Käse gar nicht so richtig durchkam, obwohl so viele verschiedene Sorten drauf waren. Aber das ist übelst genial. Wer auf Käse steht, so eine Käsenote, so präsent, so kräftig. Dann die Zwiebeln noch dazu, die nochmal irgendwie in die Zwiebelrichtung, diese Zwiebelschärfe vielleicht leichte da haben, dieses Säuerliche noch leicht mit reinnehmen. Die Kürbissoße merke ich nicht so präsent, aber wird sicherlich auch irgendwie einen fruchtigen Teil dazu beitragen. Ich finde das gerade mega stark und es stopft auch wie Sau. Du beißt hier rein und du denkst, boah, das ist übelst wuchtig. Ich dachte erst, da fehlt mir irgendwie Wurst drauf, Salami, Schinken, irgendwas, keine Ahnung. Aber es ist so wuchtig und so kräftig vom Geschmack, ich bin gerade mega überrascht. So, machen wir aber noch kurz das Experiment. Wer es noch ein bisschen spicy mag, wem die Wucht nicht ausreicht, der noch ein bisschen Schärfe haben möchte, wie verträgt sich das Ganze jetzt mit Tabasco, wenn wir Tabasco drauf machen? Ich sage, Tabasco passt immer zur Pizza. Wir werden es jetzt wieder einmal hier zusammen falten. Was ich mir auch gut vorstellen kann, da drauf sind Samyang-Nudeln. Ich sage, eine Packung Samyang machen, auf eine Pizza hauen, das passt. Und diese Pizza ist so cheesig, so viel Käse und Geschmack drauf. Da kann ich mir sogar Too Spicy gut vorstellen. Du brauchst keine Käse-Samyang. Käse-Samyang auf einer Salami-Pizza. Genial. Too Spicy auf dieser Käse-Blauschimmel-Pizza. Bestimmt auch genial. Wir haben jetzt hier ein bisschen Tabasco drauf. Die Essignote vom Tabasco lenkt jetzt ein bisschen ab von diesem Käsegeschmack. Würde ich sagen, braucht ihr gar nichts. Genießt die am besten einfach so, wie sie ist. Ich habe aber schon wieder Tabasco drauf, weil ich doof bin. Deswegen beiße ich nochmal rein und würde sagen, super genial. Ich bin positiv überrascht. Wenn ihr die seht, probiert die mal. Testet die mal. Lasst die euch schmecken. Aber wer gern Käse mag, kauft die. Absolute Empfehlung. Sonst war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. So, und für alle Leute, die sich dafür interessiert haben, was aus der anderen Pizza geworden ist oder wie die aussieht, also diese mit ordentlich Geschmack ist, wie die hieß, die haben wir jetzt hier, die ist jetzt fertig und ja, nee, jetzt wollte ich sagen, ja, man sieht, da sind zwei verschiedene Salamisorten drauf und eine Sorte Schinken, aber das hast du nur gesehen, als sie kalt war. Jetzt, wo die warm ist, siehst du das gar nicht mehr. Ich drehe es mal kurz rum, dass ihr das nochmal seht. Weil hier sind eigentlich so kleine Mini-Salamis und dann sind große Salamis. Und die großen Salamis, die waren richtig dunkelgrau, fast schon schwarz, richtig brutal. Also ihr seht ja hier drei fette Scheiben. Und dazwischen habt ihr hier die kleinen, aber farblich sind die jetzt fast alle gleich. Während die vorhin einen extremen Unterschied hatten in der Farbe und ich das richtig brutal fand. Jetzt sieht es irgendwie trotzdem gut aus. Davon darf ich aber nicht probieren und deswegen würde ich sagen, war es das mit dem. Ach, ich probiere einfach trotzdem gleich mal ein Beiß rein, ich schneide es mir aber noch kurz. So, und jetzt wundert euch nicht, jetzt sehe ich nämlich anders aus und alles ist komisch und der Bart ist weg und die Mütze ist weg, aber was da ist, pass auf, hier guck. Molly! Molly! Die Molly ist da. Ja, gell? Und wir haben die Pizza probiert und ich muss euch sagen, auch diese Pizza hat sehr gut geschmeckt und ich glaube, ich würde mir wahrscheinlich sogar aber die zweite Pizza eher nochmal holen wie die erste, obwohl die erste richtig gut war. Aber die erste ist sowas ganz Besonderes, die du halt einfach mal isst und dann ist aber erstmal gut. Und irgendwann, wenn du mal was ganz Besonderes brauchst, holst du die wieder raus. Und die andere mit Schinken Salami, das ist so ein Geschmack, den kennst du einfach und den hast du viel öfter. Und da fühlst du dich viel mehr zu Hause. Und Gustavo Gusto macht schon gute Pizzen, beide waren gut, die andere, die würde ich mir jeden Tag reinziehen, aber die mit dem Blauschimmel und Kürbis, das muss was Besonderes bleiben, also esst die nicht zu oft, einmal und dann ist sie wieder weg und dann könnt ihr die gar nicht mehr essen, warte. Toll, Molly ist weg. Molly!
Das ist übrigens ein Kackhaufen, aber der ist nicht echt. Das ist, vielleicht ist es auch einfach eine Brezel, ich weiß nicht. Das ist bestimmt eine Brezel mit Salz und das soll gar keine Kacke sein. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.